Einen wunderschönen guten Abend, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. So, es wird Winter. Es gibt ein Festival, und zwar morgen Abend, PM. Ja, ist morgen Abend. So, endlich sind auch die hier fertig. Das heißt, die muss ich nicht mehr gießen. Und wir sind kurz vorm Ende des Monats. Ja, bald ist vorbei mit Herbst. Sie baut immer noch weiter in meinem Häuschen. Das dürfte auch noch schön im Herbst fertig werden. Wunderbar. Wir ernten hier noch. Das ist wirklich die letzte Ernte. Und da ist noch mal eine ganze Menge fertig geworden. Echt krass. Also einmal eigentlich fast alles. Und dann ist das wieder weg. Es blitzt schon wieder, was mir wieder viele Sachen kaputt macht. Und bestimmt nichts in den Blitzableiter einschlägt. Wir sacken alles ein. Wir sacken alles ein. So, hier kann ich nichts einsacken. Nee, nee, nee. Den noch. Noch ein Pump. Und es ist Freitag. Das heißt, wir können ja zu dem tollen Händler gehen. Wir können unsere Geoden abgeben. Ich habe leider nur zwei. Oh, ich hätte nicht aufmachen sollen. Jetzt kommen die gleich wieder raus. Es regnet doch, meine Freunde. Ja, da müsst ihr doch drinnen bleiben. So, wir haben noch ein paar gute Eggs. Zumachen. Ja. Das heißt, wir müssen heute Abend auch nicht wieder abschließen. Endlich wieder Large Milk. Auch das war sehr wichtig. So, gleich geht's auch noch ins Treibhaus. Da holen wir die Seeds. Können wir schon mal einen Sprenkler mitnehmen gleich. Hier haben wir wieder richtig dick abgeräumt. Das hat sich wieder unglaublich gelohnt. Spicy, spicy berries. Oh, Moment. Der ackert. Ist das gut? Ackert der immer? Scheiße, das weiß ich nicht. Zack, 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 zack. All das und noch viel mehr wird vertickt. So. Wir nehmen eine Rare Crow im Treibhaus. Macht keinen Sinn. Wir nehmen das mit. Hacken uns den Sprenkler hier. Oh, da ist was Neues fertig. Oak Resign. Jetzt gehen wir einmal nach unten, wenn wir hier durch den tiefsten Dschungel durchkommen. Aber das schaffen wir. Mal sehen, was er uns heute noch verkaufen will. So, wir haben eine Rare Crow und ich glaube, die habe ich schon. Das ist jetzt natürlich Kacke. Ich glaube, den Schneemann. Habe ich den Schneemann schon? Auf jeden Fall verkauft er uns ein Battery Pack. Ja, kaufen wir eiskalt, kaufen wir das. So, dann ein Sandfish. Da müsste man vielleicht mal schauen. Im Fischtank. Der sieht ja ziemlich komisch aus. Moment, hat der hier vielleicht ein anderes Bild? Da ist er. Ja, den Sandfish nehme ich auch mit. Und die Rare Crow, die habe ich. Die habe ich. Ja, safe. Wozu braucht ihr jetzt das Battery Pack? Irgendwas mit Monstergedöns, ne? Slimige Egg Press. Genau. Fire Quartz und Kohle. Dann können wir die Eggpresse machen. Das wird gut. Was Neues wieder. So, jetzt schauen wir einmal kurz. Habe ich die Winter Scarecrow schon? Hier steht das Mädel. Die Standard. Und ja, habe ich. Wir gehen ins Treibhaus.
und legen ein erstes Feldlein an. Und zwar hier direkt richtig schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sprenkler in die Mitte. Super Duper Fertilizer. Den Geheim der Geheim. Den brauchen wir da. Und dann wird auch noch hier die Saat gesät. Und einmal muss ich es manuell gießen. So, und dann haben wir hier das schon mal automatisiert. Da müssen wir nur warten, bis das fertig ist. Fantastik. Jetzt müssen wir noch einen Feuerquarz holen. Den hier kann ich, glaube ich, auch im Community Center gebrauchen. Das ist dieser Oak Resign. Nur damit ich den schon mal loswerde, das wäre der andere gewesen. Genau den Oak. Doch, ich wusste, dass ich den auch brauche. Wie ist das passiert? Kann mir das einer erklären? Der Blitz hat das kaputt gemacht? Hey Pam, bleib doch im Bus sitzen. Dann wirst du nicht so nass. So, jetzt. Ich soll hier lang gehen. Ich vergesse das immer wieder. Jetzt bin ich hier zum ersten Mal. Schau dir den kaputten Zaun über dem Schmied an. Hier kann ich nicht durch. Schau dir den kaputten Zaun über der Schmiede an. Habe ich mich jetzt wieder verlesen und das falsch aufgenommen? Das war doch hier, oder nicht? Leute, ihr meintet doch... Da kann man was aufheben. Ah, hier kann man so tricky. Aber hier ist wieder nichts. Kann ich den Baum fällen? Nein, den Baum darf ich auch nicht fällen. Okay, also hier ist wieder sowas versteckt, wo man was reintun kann. Ich bin jetzt hier wirklich zufällig reingelaufen. Ich kann sonst auch nichts machen, außer dieses Ding da theoretisch anzuklicken. Jetzt muss man nur noch rausfinden, womit. Aber ja, da hätten wir zumindest was Neues. Vielleicht könnt ihr mir wieder helfen in den Kommentaren. Was kann ich da machen? Yo. Hammertide. 20 Kohle. Gut, jetzt nichts Tolles. Jetzt fahren wir nach oben. Ja, wir fahren direkt in die Mines. So, welche Ebene ist denn feurig? Das sieht doch gar nicht so übel aus. Ja, der läuft straight. Der dort den ganzen Kopf. Ja. Die droppen alle Copperbars. Da oben ist ein Ruby. Die Fledermäuse hier sind sehr gechillt. Jetzt kommt sie endlich. Also man kann da rein beim Schmied in dieses Gehege, wenn man es so nennen möchte. Aber was kann ich dort tun? Jawohl, Bombs. Use the bombs. Wir brauchen einen feurigen Quarz. Ein Feuerquarz. Und hier lebt ja auch alles. Ich glaube, hier wird nichts mehr sein. Nee. Wir nehmen diesen Weg nach unten. Viel Stuff. Ein blauer Pilz. Das ist nice. Ein blauer Pilz ist nice. Bronze, Silber und Gold. Und ein Pilz 1. Endlich ein blauer Mushroom. Gib mir den. Wow. Mushroom, Mushroom. Das ist ein... Der Sub-Duper ist der. Zick. Oh. Jetzt hängen wir hier. Und er kann sich nicht mehr drehen. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? So. Okay, jetzt müssen wir immer noch was sprengen. Wir müssen nach unten kommen. Ich töte einfach erstmal alle Gegner. Vielleicht reicht mir das. Komm schon.
Nee. Ja, weg. Bist du ein echter Stein? Die wurde weggekriddet. Du bist ein echter Stein. Wir wollen noch mehr Bomben. Gleich sprengen wir uns weiter. Jawohl, da ist der Fire Quartz. Da ist er. So. See you later. Das wollten wir. Das war unser Ziel. Jetzt gehe ich erstmal. Oh. Was machst du hier im Regen? Ich arbeite, ich genieße das Wetter. Ich genieße das Wetter. Das ist wahr. Abby ist. Ich bin hier, um ein bisschen Zeit allein zu verbringen. Aber. Das ist nicht deine... Moment, was? Hat sie jetzt echt gesagt, das ist nicht deine Angelegenheit? Du wirst nass. Stell dich mit mir unter den Baum. Es gab echt die Wahl, ich genieße das Wetter, obwohl klar war, dass es regnet. Alles klar. Ein sehr schönes Gefühl hier. Was? Eine kleine Harfe. Du bist voller Überraschungen. Ich bin beeindruckt. Wo soll ich die Harfe je hergehabt haben? Jetzt spielen wir zusammen Musik. In dem Wasser ist sowas komisch. Hat mir jetzt auch nichts gebracht. Außer, dass irgendwas Komisches in diesem Gewässer schwimmt. Wir gehen eben ins Community Center. Geben den ab. Geben. Ne, doch, du kriegst den silbernen. Das ist ja in Ordnung. Du bekommst den hier. Okay, ja, wenigstens wieder ein paar Sachen abgegeben. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Abgesehen davon, was da in dem Wasser rumschwimmt. Es blitzt, es blitzt. So, einmal in die Abenteurergilde. Need a new sword? Hast du was für mich? Lava Katana. Explosive Ammo und so weiter und so fort. Hast du was für mich? Come back. Okay, immer noch nicht. Woran liegt's? Void Spirit Bats, alles immer noch. Cave Insects. Moment, Cave Insects ist das Einzige, was wir abgeschlossen haben. Duggies wäre immer noch ganz nice. Aber die gibt es irgendwie immer nur in den ersten Ebenen. Und das kann ja dann auch wieder nichts Geiles sein. 1000 Slimes ist bestimmt das Beste.
So, wir sind zurück. Schön, dass du noch da arbeitest. Holz. Compress 100 pieces of slime into a slime egg. It's a miracle of science. Das nehmen wir jetzt mal. Jetzt wollen wir dann das Miracle. Und ich weiß ja noch nicht, was das macht. Deswegen stelle ich das mal ganz kurz wenigstens nach Dritte. Es arbeitet. Und danach kriegen wir ein Slime-Egg. Was auch immer, Leute. Was auch immer. Dieses Slime-Egg machen wird. So, wir haben alle Sachen angepflanzt. Unsere Mauer ist natürlich wieder kaputt gegangen. Daily Content. Wieder an allen Ecken und Enden. Hier ist alles gut, hier ist alles gut. Du, dir geht's gut. Warum läufst du eigentlich draußen rum, obwohl es regnet? Ach ja, der Hund. So, Robin, mach mal bis morgen meine Hütte fertig, ja? Vielen Dank, Leute, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder und bis zum nächsten Mal. Tschüss.